Hallo liebe Freunde und willkommen zu Folge 26. Hier ist wieder der Gambler. Und ja, wir haben in den letzten Folgen etwas Dekoration, etwas bisschen Ordnung wieder reingebracht, ein bisschen was eingepflanzt und so ein Scheiß. Und entdeckt, wie man dieses Gemälde hier bearbeiten kann. Gemälde auch nicht, keine Ahnung, wie das Ding, Scheißding auch immer heißt. Ja, sieht ganz schick aus auf jeden Fall. Wir haben ein bisschen ein paar Fortschritte gemacht. Und ich würde sagen, wir nehmen nochmal dieses Steak hier raus zum Essen. Und dann würde ich sagen, langsam, langsam. Warte mal, müssen wir gucken, was mit dem Lehm ist. Unten. Hier nicht, hier auch nicht, danke. Hier ist Glas. Okay, Glas können wir direkt mitnehmen. Ja, hier haben wir schon fertig. Ziegel. Hier haben wir auch nochmal Ziegel. Oh, danke. Hier haben wir auch nochmal Glas. Ja, das war's. Oder was mit Lehm? Ah, habe ich ja gesagt. So viel Lehm, so viel Ziegel. Ja, wir machen uns daraus auf jeden Fall einen Ziegelblock. Und das geht so. 13 Ziegelbox, ja natürlich sehr motivierend. Ist da gerade ein Creeper geplatzt? Unten ist ein Monster Spawner. Nicht gut. Gar nicht gut. So, jetzt haben wir auch genug Essen. Jetzt nehmen wir das mit, das mit. Das mit. Okay, das war's. Jetzt gehen wir mal einfach auf gut Glück auf Holzjagd. Holz ist immer wichtig, wie gesagt. Holz sehr, sehr wichtig. Da hinten waren wir noch nicht. So. So. Ihr könnt mir natürlich in die Kommentare schreiben, wie ich mein Haus so gestalten kann, was ich alles machen kann mit bestimmten Gegenständen wie zum Beispiel Wolle oder was weiß ich was. Oder wie man zum Beispiel, was kann ich denn euch fragen, wie man eine, wartet mal, ich überlege gerade, wie man zum Beispiel einen guten Esstisch baut. Im Fernseher vielleicht hat einer eine Ahnung, sowas wie ein Fernseher vielleicht, wie macht man sowas? Ihr könnt mir das auf jeden Fall in die Kommentare schreiben, denn ihr habt mir letztes Mal auch sehr viel geholfen und das ist immer gut, wenn ihr mir in die Kommentare schreibt, was man, wie man was machen soll. Und falls ich hier bin, kann ich auch direkt diese Pilze mitnehmen. Und da ich eine Schere habe, nehmen wir auch diese Blätter. Diese Blätter sind nach meiner Meinung nach wichtig, nicht, aber sieht schön aus. Ich hatte mal auf einer separaten Welt, einer anderen Welt, mal so ein Haus gebaut mit diesen Blättern. Das heißt, so mit den Blättern, das war dann Außendekoration. Das sah eigentlich ganz gut aus. Kann man sich nicht beschweren. Okay. Da sind jetzt die ganzen Eichenblätter. Da ist auch nochmal Pilz. Pilz ist auch gut. So, jetzt können wir auch noch diesen Baum mitnehmen. Das ganze Holz hier fällt. Schon hat man keinen Baum mehr. Das nehmen wir auch mit. Baum ist sehr wichtig, beziehungsweise Holz. Die ganzen Blätter nehmen wir auch mit, damit das nicht so ganz hässlich aussieht. Hier einfach mitten in der Natur Blätter, die fliegen. Das wäre ein bisschen hässlich. Und ich meine, diese Blätter kann man auch immer wieder gebrauchen. Die sind immer gut für die Dekoration. So, nehmen wir noch den mit. Und danach gehen wir uns mal eine Karte erstellen. Ich glaube, ich wollte eine Karte erstellen, das ist mir nicht eingefallen. Aber wir haben jetzt genug Eichen. Wie wär's mal mit Birkenblätter? Birkenblätter sind auch gut.
seltener als die Seichenwurzel, auf jeden Fall. Dann nehmen wir mal diese Birken, die sehen einfach ein bisschen besser aus, muss ich sagen. Ein bisschen dunkler. So. Jetzt looten wir das Ganze mal. Und da ist hier so ein Hund. Oh, nein, 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 das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Ah, schade. Oh, der greift mich auch an. Habe ich irgendwie dich bedroht? Tut mir wirklich leid. War auch nicht nett von mir. Gleich ist auch unsere Schere kaputt. Egal, macht nichts. Nehmen wir noch dieses Holz hier mit. Bisschen Holz. Damit wir auch langsam mal bei unserer anderen Hütte anfangen können. Denn ich habe wirklich keine Lust mehr auf dieses Haus da hinten. Das ist relativ hässlich. Wenn das auch ein bisschen hart rüberkommen mag, es ist ein bisschen hässlich. Nicht ein bisschen, es ist wirklich sehr, sehr hässlich. Nicht mehr so mein Ding. Einfach hingeklatscht zum Überlegen. Da ist wieder das automatische Speichern, was wir aus den Folgen kennen. Und wir lassen Minecraft mal automatisch speichern, damit wir unsere Sachen auch nicht verlieren. Und wir sind da auch schon wieder zurück. Ne? Das geht ja ganz schnell. Brot war jetzt nicht schlecht. Okay. Jetzt haben wir ein bisschen Holz. Okay, das behalte ich noch. Okay, das ist gut. Tun wir mal hin. Ja, ganz schön viel Holz, ne? Bravo. Sieht gut aus. Hier haben wir auch noch was. Jetzt gucke ich mal, was ich mit... Was ich mit Pilzen so machen kann. Nahrung. Nein. Pilzsuppe. Okay, eine Schüssel. Das brauche ich alles. Okay, das kann ich machen. Aber das ist ja auch nicht so wichtig. Ich muss mal gucken, was mit dem Weizen ist. Aber erstmal gucke ich mal in die Truhe, weil ich glaube, das passt eher zu dieser Truhe. Oder wir können das auch noch direkt mitnehmen. So. Hier haben wir noch Weizensamen. Okay. Oh, was habe ich da gemacht? Was war das denn? Da, wo sind die? Habe ich nur vier? Ah, da, okay. So. Die Tiere nerven auch ein bisschen. Boah, das wollte ich jetzt nicht. So. Hm. Na, mal gucken, was wir hier raus so machen können. Okay. Läuft bei mir. Ja, so ist viel besser. Da können wir jetzt nicht irgendwas hin platzieren. Aber wir könnten... Wir könnten theoretisch auch noch... Naja, das machen wir einfach nicht. Das tun wir wieder beiseite. So, woanders hängt ein bisschen. Okay. Kann ich schlafen? Du kannst nur nachts schlafen. Ach so, nachts mal. So, ich guck mal jetzt gerade, was wir jetzt hier noch so machen können. Außer auf wilde Jagd gehen. Was ist mit dem Weizen?
Ist ein Fortschritt, auf jeden Fall. Ja, ist eine Folge, wo wir ein bisschen abwarten müssen. Wo wir uns ein bisschen anders beschäftigen müssen. Vielleicht machen wir uns mal was mit Redstone. Was sagt ihr dazu? Klingt das gut? Ich gucke aber, was kann man denn so mit Redstone machen? Redstone Repeater, das weiß ich alles, okay. Redstone Lampe. Glowstone brauchen wir dafür. Dispenser. Okay. Das ist dann Tresor, glaube ich. Keine Ahnung. Ein Kolben. Okay. Jetzt kommt das Klebrige, ne? Haftender Kolben, ja. Was haben wir noch so? Schiene? Ne, Schiene war schon. Boosterschiene. Schiene ist okay. Texturschiene. Lore, Lore mit offen. Bla, bla, bla. Schwarze Wand. Ich weiß, was wir uns in diesem Raum erstellen können. Eine Toilette. So praktisch, oder? Jawohl, wir können uns eine Toilette stellen. Das klingt auch gut. Das war keine Lore. Das war ein Kessel. Der Kessel ist da, wo der Eimer ist. Jap. Zwei Stück Eimer bitte. Falltüren haben wir auch. Boah, das kostet mich aber viel Eisen. Muss ich dazu nochmal betonen. Kostet mich extrem viel Eisen. Keine Ahnung warum. Aber egal. Na, okay, wir haben jetzt hier alles. Wir nehmen jetzt Kessel mit. Und natürlich bei der Toilette gibt es keine Fenster. Deswegen. I'm so sorry. But keine Fenster. Einmal hier und einmal hier. So, jetzt brauche ich kurz schnell wie möglich. Okay, komm, wir pennen mal einfach. Wo einer reinkommt. Die können leicht reinkommen. Und ich muss jetzt schnell nach Holz greifen. Das sollte reichen. So. Oder wir machen das gar nicht so. Scheiße, hab gar keine Axt dabei. Machen das so. Und da draußen machen wir das einfach mit Stein weiter. Oder kommt drauf an, wie das dann aussieht. So, das sieht gut aus. Machen wir auch ein paar Gemälden rein und sowas. Das machen, tun wir doch mal das weg. Tun das weg, nehmen das mit und das, die Türen, eine, das war's. So, da ist dann die Toilette. Den Eimer brauche ich. Wo war er nochmal? Nicht hier, ich glaube unten. Und auch nicht. Das war dann hier. Jawolle. Da haben wir auch den Eimer. So, jetzt tun wir uns da ein bisschen Wasser rein. Danke. Ich weiß, das ist kein stilles Wasser, aber was soll ich machen? Liebe Freunde. Ja. Jetzt muss ich das Ganze jetzt mit meiner Hand machen, mit dem Stein. Aber wird schon was. Komm, 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 komm. Geschafft. So. Jetzt haben wir auch noch Wasser. Einmal hier bitte. Danke sehr. Und einmal. Wo ist das Wasser denn still? Nirgendwo. Okay, alles scheiße. Und der Baum will irgendwie nicht wachsen. Vielleicht bin ich auch ein bisschen zu hektisch. Und hier kann man dann auf die Toilette. Das ist alles klingt gut und schön, ne? Das ist alles gut und schön. Das machen wir jetzt auch noch mit der Wolle weg hier. Das weg. Danke. So, jetzt gehen wir mal wieder rüber hier hin. Tun das weg und das. Nehmen mal die Wolle. Okay, das brauchen wir doch.
Beziehungsweise die Dinger hier brauche ich. Ja komm, 19 ist eine ungerade Zahl, aber was soll's. Einfach mal nehmen. Das brauche ich nicht, das brauche ich auch nicht. Was soll ich machen? Hier. Dekoration. Und Gemälde. Ne? Gemälde ist immer gut. Zwei Stück. Dann tun wir die Sachen wieder zurück. Richtige Wollenverschwendung, aber ist immer gut. Ist immer gut. Damit die Toilette nicht ganz so leer aussieht. Ah, sieht gut aus. Haben wir auch schon was. So, das ist unser Zimmer dann. Dann hier die Küche. Aber die Küche ist gar kein Gemälde. Das stört mich ein bisschen jetzt. Hier muss auch auf jeden Fall was hin. Auf jeden Fall richtige Wolleverschwendung. Obwohl geht, ne? Ist ja auch noch eine Dekoration. Man muss ja auch noch mal was für das Auge tun. Ist ja immer schön. So, eins. Okay, jetzt noch mehr Stock. Zwei. Jetzt alles wieder rein. So. Den Fackeln ist das ein bisschen schlecht. Unsymmetrisch. Egal. Machen wir hier auf jeden Fall eins. Geht nicht. Geht irgendwie nicht. Okay. Auch gut. Aber hier. Jawohl. Dann mal hier auf die große Wand. Große Wand. Da oben muss ich das dann so platzieren, ne? Ne, einfach so. Ja, okay. Das sieht auch nicht gut aus. Doch, jetzt, das sieht gut aus. Da oben ist auch noch eine Fackel. Jetzt platzieren wir die mal richtig. So. Eins, zwei und drei. Ja, das reicht. Tun wir die Fackeln wieder auf die Stelle. Gönnen uns ein Steak. Und gucken mal jetzt, was wir noch hier so machen können. Okay, das ist alles fertig, ne? Wenn man so guckt, könnte man auch schon längst ausziehen. Wir haben ja hier was in Ordnung gebracht. Das sieht ganz gut aus. Und ich finde, wir sollten schon mal anfangen, uns eine Schaufel in die Hand zu nehmen. Und schon mal den Umriss des neuen Hauses oder der neuen Hütte zu bauen. Ja, wir nehmen erst einfach mal die Schaufel mit. Mehr will ich erstmal ja gar nicht machen. Und ich muss mir jetzt eine gute Stelle aussuchen. Da ist das. Wo machen wir das am besten? Hier ist doch schön, oder? Ja, das nehme ich hier. Okay, das machen wir hier. In Richtung Meer. Sieht gut aus. Machen wir ein bisschen Platz hier. Damit unser Haus ganz schön wird. Ja, wird was ganz Gutes. Ich werde mir Mühe geben bei diesem Haus. Weiter geht's. Bisschen, noch ein bisschen wegnehmen. Kurz mal noch den Umriss bauen. Hier könnten wir noch ein bisschen. Das wird man ja eh nicht sehen. Auch noch mal zu. Nicht so auf jeden Fall, aber so. Hier noch mal von hier. Damit wir ein bisschen Land haben.
Ist das eigentlich ein Wolf oder ein Hund? Hier bei Minecraft. Schreibt es mir mal in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Und jetzt muss ich ja auch nochmal die Tür planen. Das ist ja nicht gut, wenn die Tür irgendwo nirgendwo ist. Deswegen machen wir das nochmal ein bisschen besser. Ob das so hoch ist, gefällt mir gar nicht. Runter mit euch. So. Rüber. Die Tür wird dann so sein. In Richtung hier. Das heißt, machen wir kurz so. Ja, wir machen das mal hier so. Und damit beende ich auch diese Folge, meine lieben Freunde. Das war's mit Let's Play Minecraft Folge 26. Lasst eine gute Bewertung da. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert mich und teilt es mit euren Freunden, damit sie dieses Video auch miterleben können. Oder diese Let's Play Session. So, wir sehen uns in der nächsten Folge. Das war's von mir, euer Gameblah.